Willkommen zurück zur 31. Folge Let's Play Civilization 3. In der letzten Folge haben wir nach einem langen Krieg gegen Engländer, Franzosen und Russen endlich Frieden mit allen Völkern geschlossen. Die Engländer sind nahezu ausgelöscht. Sie haben sich in eine letzte Stadt, New Hastings, gerettet. Und ich habe ihnen jetzt den Frieden angeboten. Sie wollten das sogar gar nicht so direkt. Aber ich wollte jetzt nicht, dass diese Stadt zerstört oder dass diese letzte englische Stadt auch noch zerstört wird, dass das gleiche passiert wie bei den Franzosen. Weil ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund davon, wenn die gegnerischen Zivilisationen hier verschwinden. Ja, wo ich schon ein Freund von bin, ist, wenn die Barbaren verschwinden. Deswegen schicke ich direkt mal eine Kavallerie in dieses Barbarencamp. Ja, und ja, das Boot kann ich jetzt hier mal festsetzen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So, und da der Krieg jetzt praktisch beendet ist, könnten wir uns jetzt langsam daran machen, die Demokratie einzuführen. Einerseits das, andererseits wäre es halt eine gute Sache, die ganzen Einheiten mal in die neue Welt zu bringen, die jetzt hier übrig geblieben sind, weil eventuell werden die Einheiten dort noch gebraucht. Man weiß es ja nie so genau, ob da vielleicht doch noch mal irgendwie ein Krieg gegen die Engländer und Römer ausbricht, die ja die ganze Zeit schon irgendwie mich böse angucken. Aus mir nicht bekannten Gründen. Hier geht es auf jeden Fall schon mal ganz gut weiter mit den beschleunigten Städten, wo die ganzen Bibliotheken, wo ich die jetzt beschleunigt habe, die jetzt alle direkt fertig werden und auch die Gerichtsgebäude, für die das gleiche wiederum gilt. Ja, und das Schlechte an der Demokratie oder das Traurige an der Demokratie ist dann natürlich, dass uns die Möglichkeit, dass ich Harry nicht mehr über Menschen machen kann, dass die uns dann wegfällt. Das ist natürlich schade. Intelligence Agency. Wo ist sie denn? Dort ist sie. Ja, ich kann jetzt Spionage quasi direkt durchführen, ohne einen Diplomaten in die Orte schicken zu müssen. Und da ist hier doch ein bisschen was liegen geblieben. Aber eigentlich doch gar nicht so wirklich. Da hat sich der kulturelle Einfluss ausgebreitet. Das ist auch schön. Wobei ich da ja immer noch ein bisschen Angst habe. Können wir gleich mal gucken gehen, wenn das hier fertig ist. Wobei wir erstmal die
ganzen Unruhen bekämpfen müssten, die jetzt hier wieder neu aufgefloppt, geploppt, wie auch immer sind. Die sind witzig, die versuchen hier eine Straße nach, ja, wie auch immer diese Stadt sich nennt, zu bauen. Und die Römer bauen hier irgendwie immer Städte in den Weg. Fürs Heidenheim jetzt schon angebunden. Und die Railways, die Schienen, werden auch langsam ausgebaut. Ja, wo sind jetzt hier Unruhen? Jakutsk oder Irkutsk? Ich weiß nicht genau, ob das zwei verschiedene Städte sind. Ich weiß, dass es eine Stadt gibt, die heißt Irkutsk. Und es könnte diese sein, weil die so ähnlich aussieht oder so ähnlich geschrieben wird. Aber ich kann mich auch total irren. Das ist schön, dass sie jetzt hier überall die Eisenbahn bauen. Dann kann man nämlich wirklich Einheiten blitzschnell von A nach B transportieren. Ja, es gab hier aber noch mehr Unruhen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus mit dem nächsten Wachstumsschub? Das dauert noch ein bisschen. Ja, das dauert noch. Leider, leider dauert es noch ein paar Runden. Dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, noch irgendwo eine Stadt hinzubauen. Quasi jeder Flecken schon ausgenutzt. Hier in Münster gibt es Unruhen. Und hier wollte ich ja eigentlich hin und mal gucken, wie es hier aussieht. Jetzt, wo sich New Amsterdam auch nochmal ausgebreitet hat. Da wird Kente schon so ein bisschen eingequetscht, aber auch nicht wirklich, weil Augsburg immer noch sehr, sehr klein ist. Aber hier kann ich jetzt mal das Hurry machen. Dann gibt es zwar nur noch einen Einwohner, aber der wächst ja relativ schnell nach. Und dann ist Augsburg zumindest mal auf einem Level, wo es sich auch wieder hier ausbreiten kann. Und hoffentlich nicht von Kente direkt geschluckt wird, was ich hier nämlich ein bisschen befürchte. Ja. Gut, hier ist wieder ein Flugzeug fertig. Die wollte ich ja auch noch weiterbauen. Ich weiß jetzt gar nicht, was als nächstes eingestellt war. Battleship ist definitiv falsch. Du sollst noch ein Flugzeug bauen. Und auch hier oben. Kein Panzer, sondern noch ein Flugzeug. Und die sollen dann mal an die neue Welt fahren. Und da so ein bisschen patrouillieren. Etwas Stärke demonstrieren. Sicher der Starvation? Nun nicht mehr. Nun wächst Leipzig wieder fleißig. So, das Schiff ist fertig. Das andere auch fast. Du kannst also hier hochfahren nach Dover, um dort Verstärkung zu holen. Disorder in Minsk. Thank you.
Ah, jetzt fällt mir wieder ein, man kann nur einen von diesen Typen bauen, glaube ich. Ich schau gleich mal. Ich habe hier jetzt eine Factory und kann jetzt hier noch ein Solarkraftwerk bauen. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Hier ist jetzt auch endlich die Bibliothek fertig. Minsk und Pointers. Minsk noch, genau. Ja, City Improvements, Coal Plant. Okay, die increased den Factory Output und das Pollution. It replaces any other power plant in the city. Okay, das ist das Problem. Jetzt kann ich mal gucken, wie es aussieht bei Solar Plant. Replaces any other, produces no pollution. Genau, und das replaced auch any other. Und das Wasserkraftwerk, Hydroplant, replaces any other. Genau, und das hat die Bedingung, dass es halt im Radius von Wasser sein muss. Auf jeden Fall kann ich jetzt mal gucken. Ich habe nämlich irgendwo nach einem Wasserkraftwerk eingestellt, dass ein Kohlekraftwerk gebaut werden soll. Das ist natürlich dann Unsinn, weil natürlich das Kohlekraftwerk das Wasserkraftwerk ersetzt. Das ist in Nürnberg. Ist das noch irgendwo der Fall? Regensburg gucke ich auch gleich nochmal. Nürnberg, Regensburg. Die Bayern wieder, ja. Die wollen nicht so recht mit den Erneuerbaren. Schauen wir mal. Nürnberg und Regensburg. Wo sind denn diese Städte? Hier ist direkt in Regensburg. Und kurz davor, das Kohlekraftwerk fertigzustellen, haben wir hier. Hier ist nämlich genau. Hier ist noch gar keine. Kein anderes Kraftwerk fertiggestellt. Deswegen stelle ich das mal direkt ein. Und das war jetzt Regensburg. Jetzt fehlt noch Nürnberg. Wo mag Nürnberg sein? Hier. Genau, und hier ist, glaube ich, das Wasserkraftwerk schon fertig. Genau, Hydroplant. Und daher ist es Unsinn. Kann ich direkt das Mass Transit System bauen. So, und es ist jetzt gar nicht so einfach, wenn ich jetzt Demokratie als Staatsform angehen möchte. Weil ich jetzt viel mehr Einheiten selbst bezahlen muss. Und wenn wir mal so auf unser Konto gucken, dann bin ich ziemlich pleite. Ja, auch du nach Dover? Oder zurück nach Dover? Auch nach Dover? Ja, aber viel ist ja jetzt hier nicht mehr los, von daher sollte man das durchaus in Angriff nehmen, glaube ich. Werde mal gucken, ob ich irgendwo erkennen kann, was ich tun muss. Maintenance. Corruption. Okay.
könnte mal versuchen, mit den Amerikanern und Römern irgendwie noch ein paar Waren zu handeln. Ich weiß nicht, ob die das annehmen. So wie die gucken, wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir mal, ich nehme mal mit denen Kontakt auf. We like to propose a deal. Luxuries. Share some luxuries. Maybe. Wir geben euch alle, die wir haben, und ihr gebt euch verdammt nochmal zumindest einer. Uns. Das ist unglaublich. Ja, dann nicht. Wie sieht's aus mit den Römern? Dice gegen. Und er guckt böse. Er guckt böse. Er sieht ein bisschen besser aus, aber er guckt immer noch relativ böse. Okay, das würden sie machen. Ja, das ist doch ein Deal, oder was? Nein, Alter. Ja, gut, dann vergisst es. Vergesst es einfach. Ja, ich glaube, sie mögen einfach Kommunisten nicht oder so. Ich weiß nicht genau, was sie für Staatsformen haben. Ist auch ein bisschen die Frage, könnte ich jetzt hier irgendwie Spionage machen? Weiß aber auch nicht genau, wie das geht. Und leider habe ich hier bei Civilization nicht so die fleißigen und findigen Kommentatoren, die mir da sofort helfen. Oh. Okay. Da habe ich jetzt eine komische Warnung. Ich sag jetzt mal hier. Geh einfach weg. Nothing, sorry. Okay, es geht nicht mehr weiter. Ja, liebe Leute, wir haben hier einen Bug. Maximum Hypertext Links exceeded. Und mit diesem Bug kommen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter. Und von daher ist dieses Let's Play an dieser Stelle beendet. Ich werde jetzt das nächste Let's Play mit dem letzten Spielstand fortsetzen. Und ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.